Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Ja, ich habe was aus Versehen bestellt und das zeigen wir euch jetzt. Ich habe ja vor, weiß ich nicht, kurzer Zeit ein Snackbox-Video gemacht von Vernasch die Welt und habe natürlich vergessen, dieses Abo zu kündigen und habe die nächste auch gleich zugeschickt bekommen. Also haben wir noch eine Snackbox von Vernasch die Welt. Ist jetzt nicht das Schlimmste, aber ja, eigentlich bin ich da nicht so der Freund von. Nichtsdestotrotz, die packen wir jetzt mit euch aus und gucken erstmal, was drin ist und genau. Jens hat mich gefragt, von welchem Land sie ist. Ich Asien. Na, mal gucken, ob es richtig ist. Es ist Thailand. Gehört ja zu Asien. Genau. Genau, hier nochmal eine Postkarte von Thailand. Das ist halt immer ganz cool, diese Beiblätter hier. Man hat halt immer so ein paar Informationen über Thailand, also jetzt in dem Fall Thailand, wo dann so ein paar Sachen drinstehen. Hier Country-Info, Hauptstadt, Amtssprache, Einwohnerzahl, typischen Thailand, Kennzeichen, Währung. Da stehen ein paar und noch ein paar Worte übersetzt. Das ist halt immer wirklich echt cool in diesem, was die hier so als Beilage mit drin haben. Muss man so sagen. Genau. Jetzt gucken wir mal rein. Wir haben, also lesen ist schlecht, Grilled Chicken and Flavor, Samtum Flavor. Also, irgendwelche Chips. Probieren wir. Ja. Das sind nochmal irgendwelche Chips. Bei uns. Auch mit Chicken. Bei uns wird es eher mit Schweinebespeck, sind das meistens die so aussehen. Aber hier ist halt immer eher das Chicken. Mit Pfeffer. Soße. Mit schwarzem Pfeffer. Wir werden sehen. Mini Pineapple Biscuit. Ananas-Kekse sozusagen. Die sehen lecker aus. Ah ja, mag, ich so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. So, dann haben wir, die finde ich sehr cool. Vanille. Stiggo Fingers. Mit Vanille-Geschmack. Genau. Ja, Dorimon. Irgendwelche Gummitierchen gedünst, da bin ich schon mit raus. Cream Cologne. Die sehen auch lecker aus. Ja, ist auch schon so leicht eingedrückt, ist nur eingedrückt, man sieht das. Dann haben wir hier, ach du Scheiße, Entschuldigung, das habe ich nie gesagt. L-Carnitine, Vitamin C, Litchi Flavor, also mit Litchi Geschmack, also irgendeinen künstlichen, nehme ich an, Litchi Geschmack. Hier haben wir, sieht aus wie so Kaugummi-Gedöns mit Frucht, also sind so kleine Bällchen. Oder Kaugummi. Eie, aber sind coole Sachen drin, also wirklich. Mhm. Hier haben wir ein Giant Cablico. Schokolade. Sorte Schokolade. Fühlt sich an wie so ein Eis. Ist eine Eiswaffel. Sieht auch aus wie ein Eis. Ist aber definitiv. Kennt. Brez. Irgendwelche Brezelstangen aus Kartoffeln. Originalflavor. Irgendwie. Pocky. Kennt man bei uns auch. Das scheint jetzt aber mit Litchi und Pfirsich zu sein, Peach Litchi. Genau, also Pocky gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Und zum Schluss noch was zu trinken. Das Mikado bei uns, oder? Na genau, sowas. Und Pocky ist halt eine Firma, die das herstellt. Okay. Und dann irgendwas zu trinken. Auch Pfirsich. Auch Pfirsich, genau. Und sogar mit Stückchen drin. Nein. Na, das ist ja. Schauen wir mal. Aber es hat Pfandgedöns auf Kleber. Schade nur, dass es dorthin drüber ist, so dass man. Na gut, wir können Teile nicht lesen. Also genau, hier sind wirklich, ich weiß nicht, hoffentlich sieht man das, da sind so Stückchen drin, bin ich ja mal gespannt. So, alle. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Genau, willst du nachlesen? Mit Sicherheit. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem. Mit Pocky an, habe ich gerade hier. Ich hätte ja eher mit den Pineapple Mini-Biscuit-Dingern angefangen. Also mit denen hier. Sagt Kekse mit Ananas und weißen Sesam. Also eine Kombination. Oh. Also eingepackt und jeder Keks ist nochmal eingepackt. Voll Nachhaltigkeit. Naja, das ist halt Thailand, ne? Also wenn die Verpackung eingepackt ist, dann ist schon echt. Vor allem ist ja auch nicht so, dass die irgendwie matschig werden. Naja. Also. Das ist harter Keks drumherum. Und es ist wie eine Marmelade. Ja. Hast du schon kaputt gemacht? Nee, ich wollte es eigentlich kaputt machen, aber geht nicht. Also, Keks,
Marmelade drin, sowas. Und dann okay. Riecht jetzt nach Ananas. Ja. Aber. Normaler Butterkeks. Ja. Aber. Also. Nicht so, dass es nicht schmecken würde, weil die Ananas kommt nicht wirklich vor, geschmacklich. Die Konsistenz ist nicht mein von hier drin. Es gibt bei uns so Kekse, die haben in der Mitte so einen kleinen roten Klecks drin, so mit Marmelade gedöns. Und das ist genau so eine Konsistenz, die ich nicht mag. Das klebt so komisch. Ja, schmeckt. Kann man machen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wie gesagt, schmeckt überhaupt nicht nach Ananas, finde ich. Ich würde sagen, die lassen wir einfach mal raus, weil Multivitamin. Warte. Hab ich die hier noch? Da. Gummibasis. Sag ich, das wird wie eine Art Kaugummi oder Kaubonbon sein. Ist eh nicht so meins. Guck mal, kannst du deine Snacks bewerten? Kann ich meine Snacks bewerten. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich würde jetzt gerne weiter probieren. Die Gummitierchen lassen wir auch raus, weil es ist auch nicht meins. Ich denke, da wird auch nicht viel dabei sein. Das werden entweder saure sein. Aber ja, Gummitierchen kennt man. Wir machen mal mit so. Nein, das ist ein Ananaskonzentrat. Also auch Ananas. Was? Die Gummitiere. Diese Gummitiere. Okay, na gut. Wir machen mal weiter mit diesen. Ach, hier steht. Warte. Diese Gummitiere, die beliebte fiktive Figur Doraemon aus der gleichnamigen japanischen Manga- und Anime-Serie. Also die Katze, die vorne drauf dachte ich mir. Ist eine männliche, ohrlose Roboterkatze aus dem 22. Jahrhundert. Die Serie erzählt von Abenteuern von dieser Katze, die durch Raum und Zeit reisen und dabei eine Vielzahl von Herausforderungen meistern. Leckere Fruchtgummi in den Geschmacksrichtungen Traube und Apfel. Und das andere... entdecke den exotischen Geschmack von Ananasmarmelade inmitten zweier knuspriger Kekse. Das ist das, was wir gesagt haben. Genau, so, jetzt machen wir weiter hier, sonst wären wir nicht fertig. Also ich nehme an, das wird wohl 10 Baht kosten normalerweise. Ich habe jetzt keine Ahnung, was 10 Baht übers, also wie viel 10 Baht sind. Aber wir machen jetzt mal hier Grilled Chicken und Somutum Flavor. Es ist gegrilltes Hühnerfleisch und Paprika... Also gegrilltes Hühnerfleisch mit Kartoffelchips. Ne, Paprika, Papaya. Ach, Papaya-Salat. Paprikasalat. So, darf ich jetzt, weil du mich vorliest und ich raschel, hört das keiner. Oh. Oh. Meine Nase voll. So im ersten Moment, ne? Also, wir haben ja dann schon ein paar Chips getestet. Und Rob's Chips sind ja nun für uns immer noch so das Nonplusultra, was auch von der Größe her betrifft. Also, sieht man die überhaupt auf der Karte? Also, groß sind die nicht. Die riechen irgendwie komisch. Naja. Na, aber nach was? Nach diesen Papaya? Nee. Chicken? Chicken, ja. Naja, nach irgendwie Gewürz. Na, probiert's einfach mal. Man schmeckt. Ist irgendwie so ein bisschen säuerlich auf der Zunge. Ihr seht hier diesen, ich nenne es jetzt mal Salat oder wie auch immer, das ist ja in Thailand, ist sowas ja ganz sehr in. Das ist ein klassisch thailändisches Gericht. Und genau so stelle ich mir das auch geschmacklich vor. Das ist einfach das Gewürz, was dort mit drin ist. Ich finde die jetzt gar nicht so schlecht. Im Abgang kommt so ganz sanft eine kleine leichte Schärfe. Nicht viel, aber so ganz sanft. Vorher sind sie sauer, so ein bisschen. Die schmecken aber im Nachhinein besser, als wenn man sie... Im ersten Moment. Oh, schon ein großes. Du schmeckst aber trotzdem das Hühnchen gerade. So, wenn du reinbeißt, so die ersten, hast du leicht diesen Hühnchengeschmack. Also ich finde die jetzt gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Werden zwar jetzt definitiv nicht mehr meine Favorite Chips werden, aber so schlecht finde ich die jetzt gar nicht. Ja, nee, kann man machen. Gut, wir machen gleich mit den anderen Chips weiter. Dann haben wir das nämlich durch. Was das ist... Leckere Weizen-Cracker mit dem Geschmack von Hähnchensteak mit schwarzer Pfeffersoße. Also, Hähnchensteak. Schon wieder Hähnchen. Naja, das ist halt Thailand, ne? Also,
ich das auch. Kennst du unsere, bei uns, wie heißen denn die bei uns, diese Schweinesparten, Schweinespeck, gibt es auch so, die sehen auch so aus. Hm. Und die haben dann aber, das ist halt Schweinefleisch und so. Riecht das eigentlich auch? Wolltest du ein kleines haben? Gut, also, na. Die schmecken leicht süß. Hm. Also du schmeckst schon das Hühnchen auch wieder. Aber irgendwie leicht süß. Also den Pfeffer schmeckt es aber nicht. Ja. Also finde ich jetzt auch nicht unbedingt übel. Ungewohnt. Hm, das ist es halt. Ja. Ist wie bei denen. Im ersten Moment. Und im Nachhinein muss ich sagen, geht eigentlich. Ja. Also so schlimm finde ich sie jetzt wirklich nicht. Kosten wohl 20 Bart, also um die 20 drauf. Kann man machen, also es legen sich dann so weg. Wie Lorin schon sagt, es ist halt am Anfang ein bisschen komisch, aber so übel ist es nicht. Gut, was machen wir als nächstes? Was zum Neutralisieren? Was zum Neutralisieren? Hast du gleich dort, ne? Also, Litchi, Vitamin C, Flavor. Litchi-Geschmack mit Vitamin und Nährstoffen. Ja. Sehen wir gleich hier raus? Ja. Sind wir verheiratet. Im Übrigen, seit gestern 11 Jahre. Oder mach mal wegen der Farbe. Okay, ich hätte gedacht, ist rosa. Litchi halt, ne? Es riecht absolut künstlich, also es ist durchsichtig. Ja. Oh, ist das süß. Also genauso riecht es, aber es ist künstlich. Also das Süße riecht man hier raus jetzt nicht so zwingend, aber... Schmeckt aber total süß. Aber sowas von... Und dann halt auch nicht kalt, ne? Also. Ist vielleicht was für Kinder? Keine Ahnung. 15% Litchi-Saft, Flavor. Hm. Ist wie die. Gibt's da bei uns auch sowas? Naja, nee, das sind die Quetschis, die du meinst. Ja. Das ist aber hier flüssig und die Quetschi haben ja so eine andere Konsistenz. Also, wer Litchi-Saft mag und süß, okay. Also meins ist es nie. Zucker 5%. Und das schmeckt. Hinten raus zu seifig. Ja, wie gesagt, asiatisch, ne? Wir hatten ja schon ein paar Boxen auch so aus dem asiatischen Raum. Und das war alles ja nicht so unseres, was getränketechnisch betrifft. So. Mhm. Aber mit dem hier mal weiter, mit dem Eis. Ja. Das lächelt mich schon die ganze Zeit so an. Eis, das nicht schmilzt. Thailand macht es möglich. Genieße die perfekte Kombination aus einer knusprigen Waffel und luftig leichter Schokolade. Okay. Ich hätte ja gedacht, das geht höher. Naja, gut. Also, dass hier eine richtige Kugel drauf ist. Ist hot. Ich dachte, das ist vielleicht so fluffig, so wie kuchentechnisch. Mhm. Ist es? Ist es so wie Kuchen? Ja, wie Luft, nee, bei uns. Okay. Und aber gar nicht schlecht. Hm. Klebt mir zu sehr an die Zähne. Hm. Also, halt, ne? Also ja, ist eine Eiswaffe mit, naja, aber dieses Luftlee ist bei uns fester. Das ist eher wie eine Art Mousse. Ein kleines bisschen festere Mousse, so schmeckt das. Ist okay. Um Gottes Willen. Also kann man machen. Musst du jetzt nicht aufessen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, ein paar Sachen. Du mal erstmal wieder rein, kannst du dann später essen. Kannst du haben. Gut, dann haben wir jetzt noch 4 Sachen vor uns. 5 Sachen. Hm. Wobei, ich weiß noch nicht so richtig. Mach mal Pocky. Pocky, nicht Pocky. Pocky mit Litchi und Pfirsch. Ja. Hier, mach mal auf, bitte. Nee. Ach ja.
Der Sommer kommt. Diese limitierten Kekstangen ist mit einer Creme aus Pfirsich, Litschi, schon wieder Litschi, und Holunderblütengeschmack überzogen. So, bitteschön. Ja. Unsere Mikado-Stangen. Genau, Rose halt. Riecht auch nach Litschi. Schmeckt für mich einfach nur chemisch. Mhm. Also schmeckst du Pfirsich raus? Ich glaube, das ist dieser Litschi-Geschmack. Also ich schmecke hier nur den Pfirsich aus. Ja. Hm. Für mich passt der Pfirsich nicht. Überhaupt nicht. Ich mag ja nur Pfirsich, aber... Nee. Also, mit Schokolade passt das besser. Richtig. Geht schon, aber nicht meins. So, haben wir noch drei Sachen. Machen wir damit gleich weiter. Preetz? Ja, Preetz. Original. Original Flavor. Da ist eine Kartoffel drauf abgebildet. Sieht ja genauso aus wie das andere. Ist sogar das gleiche. Also ist das auch vom Poppy? Mit ihrem leicht salzigen Geschmack und ihrer knusprigen Textur aus echten Kartoffeln sind sie ein wahrer Genuss für alle Sinne. Wir haben doch die genommen und haben bloß was drumherum gemacht. Und Salz weggelassen. Ja, man schmeckt Salz. Salzstangen für Arme? Nee, muss ich sagen, die schmecken besser als Salzstangen. Ja. Gar keine Salzstangen. Okay. Hm. Du kannst die Pocky essen. Ich esse die. Ich bin nicht so für Salz. Also so Salzstangenart. Ist halt wirklich wie eine Kartoffelstange, eine dünne mit Salz dran. Fertig. Mehr ist das nicht. Aber ist in Ordnung. Hm. So. Cream Cologne oder Sticko? Sticko. Wir machen Sticko, wie es aussieht. Mit Vanillegeschmack. Der knusprige Waffelstäbchen, was? Ach nee, die knusprigen Waffelstäbchen sind mit einer zarten Vanillecreme umhüllt. Diese Köstlichkeit ist nicht nur bei Kindern der Hit. Oh. Na, was noch zu beweisen wäre. Wenn es aufgehen würde. Bitteschön. Dankeschön. Sind die nur so klein oder sind die so brauchen die? Nee. Okay. Viel mehr. Passt da auch nicht rein. Bei uns ist noch Schokolade drumherum. Diese Rollster. Kann man machen. Aber ja. Schmeckt das jetzt wirklich nach Vanille? In der Mitte schon. Ja, ist ein Waffelteig. Also ein Kek, ja. Irgend sowas drumherum mit Vanille gefüllt. Ist in Ordnung. So, das letzte. Das vorletzte. Ja. Cream Cologne. Perfekt zum Snacken von unterwegs. Die kleinen mundgerechten Biskuitrollen von Cologne sind mit fluffiger, süßer Sahne gefüllt. Sieht aus wie so Hundefutter. Auf der Innenseite sind sie Nein. zu. Nee, oder? Nee. Genau. Also. Bisschen mehr Füllung als die hier. Also, von der Füllung merke ich nicht viel, von dem Keks merke ich was. Und der hat. Da gibt es in Deutschland auch Kekse, die schmecken auch so. Von der Art und Weise her. Also, und die Füllung hat keinen Geschmack? Nee. Überhaupt nicht. Also, wirklich nur die Sahne? Na, wir haben auch solche Rolls. Ja. Ist in Ordnung, aber... Hat nicht viel Geschmack. Nee. Das ist das. So, und als letztes haben wir diesen... Ich weiß es nicht. Fruchtstück. Gummi. Korean Peach. Gummi. Steht hier. Stille deinen Durst mit diesem köstlichen Getränk. Es schmeckt herrlich nach weißen Trauben, koreanischem Pfirsich und Kokosnuss. Also nichts mit Litschi. Also als ich das letzte Mal... Nee, Litschi nicht. Pfirsich, habe ich gesagt. Als ich das letzte Mal etwa ein Getränk in ein Glas geschüttet habe und solche Stücke mit reingekommen sind, habe ich das Getränk weggeschüttet. Weil da war unten Schimmel drin.
Ja, also hier ist wirklich was drin, hier schwimmt was drin, keine Ahnung, ob das jetzt so deins ist. Pfirsich, Traube, Kokosnuss. Ja, die haben eine komische Konsistenz. Hast du schon so ein Stück im Mund gehabt? Mhm. Das hat eine ganz komische Konsistenz. Mhm. Wer weiß, wie lange die schon drin liegen. Aber ich würde sagen, das sind die Pfirsiche. Mhm. So schleimig. Mhm. So. Also, der Saft an für sich ist nichts Besonderes. Also es ist in Ordnung. War jetzt nicht schlecht, aber die Stücken da drin, die können sie weglassen. Also, wie Lorenz schon sagt, irgendwie haben die eine ganz komische, so ganz komisch schleimig. Wenn ich auf einem Pfirsich beiße, hast du immer noch ein bisschen Widerstand, das ist ja nicht. Klar, wie gesagt, vielleicht ist es schon ewig drin. Ich denke zwar, das haben die gerade erst abgefüllt. Ja. Genau. Ja, okay, kann man machen. Dann sind wir durch. Mhm. Mehr ist es nicht mehr. Wir machen ja trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sachen. 11 Sachen waren es. Ist völlig in Ordnung. Also, die süßen Sachen waren für mich kein Highlight, weil vieles gibt es einfach auf dem deutschen Markt zumindest ähnlich. Was wirklich erstaunlich war, waren die Chips, die beiden. Mhm. Also die im Nachhinein doch ganz okay geschmeckt haben. Ich will das jetzt doch nochmal probieren. Okay, dann probier das nochmal. Also das kannst du alleine probieren. Ja, ich weiß, du magst keine Tiere. Ob die sauer sind oder so. Traube und Apfel. Das scheint Apfel zu sein. Nein, sie sind nicht sauer. Siehst du? Ja. Gummitiere. Also, habe ich ja gesagt, das war ja genau meine Antwort. Deswegen habe ich gesagt, brauchen wir die probieren. Die waren auch in Ordnung. Hm. Wie gesagt, diese Marmelade drin, dieses etwas festere, muss man halt mögen. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der Freund von, war aber okay. Die hat das Eis gut geschmeckt. Ja. Also selbst hier die Flüssigkeit, der Saft alleine, der schmeckt gar nicht schlecht. War gar nicht so übel, ne? Auch nicht so süß, ne? Also im Gegensatz zu dem anderen Zeug hier. Aber also wie du schon gesagt hast, meine Highlights definitiv die beiden. Hm. Und ich würde halt auch diese, was ist das gewesen? Ja, dieses mit diesen Salzgedöns, das würde ich auch noch. Das sind so die drei Sachen, aber ihr wisst ja eh, ich bin ja eher so diese herzhafte als dieses süße Zeug. Das ist okay. Hat sich die Box gelohnt? Ja, das war okay. Ich habe ja wieder nur vergessen, wie gesagt, das Abo zu kündigen, ist halt manchmal so. Also wir haben aber nichts dabei, außer vielleicht das hier. Ja, gut. Aber das geben wir den Kindern, die essen das schon. Oder das hier. Wurde mir gesagt, was wirklich eklig war, was du ja bei asiatischen Ländern doch manchmal hast, wie Algen oder sowas. Ja. Das wird definitiv alle. Das auf jeden Fall. Somit war es okay, die Box. Das war jetzt nie das Highlight. Und es ist aber, musst du auch sagen, du hast ja manchmal auch so Boxen, wo du sagst, hey, das kennst du schon, das hast du schon irgendwo gegessen. Mhm. Gerade wenn man mehrere solche Boxen schon mal gehabt hat. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, hey, das hast du schon mal irgendwo gesehen. Das hat alles irgendwo geschmacklich, ist das doch was anderes. Und deswegen ist es völlig in Ordnung. Und ja, vernascht die Welt. Kann man immer wieder mal machen. Wie gesagt, ein Abo würde ich persönlich jetzt nie abschließen. Aber ab und zu mal, wenn sie in Reiz, sage ich auch mal, Mensch, wir bestellen mal eine. Und dann kommt halt so ein Video und dann ist das schon in Ordnung. Gut, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Teilt das Video gerne und dann bleibt uns nur zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.